Rio, warum willst du denn kein relaxes Radio bei dir haben? Keine Ahnung. Das ist bei dir auch der Fall. Stimmt. Was ist gut, wenn wir ein relaxes Radio haben? Vielleicht wollen wir bald ein relaxes Radio haben. Nee. Müssen wir dann noch GEMA-Gebühren bezahlen? Nee. Es wäre eine silberne gewesen. Oder möchtest du dich damit herumschlagen? Mit dem Radio? Mit GEMA-Gebühren. Tatsächlich musste ich das schon. Wegen Verein. Ja. Na, mir klar. Das ist nervig. Ist das eine Monsterfalle? Was? Ja. Was? Welche? Achso, das, ja. Warum sagt ihr nichts, dass da was ist? Ich glaube, den Zeitfall. Was ist Schrott? Ich hab mich nicht bewegen können. Das ist normal, die können nicht fesseln. Schlafen. Ja. Sagen wir so, du hast dich kurzzeitig gefühlt wie ein Bahnpendler. Wir im Stehen schlafen. Weil Sitzplätze gibt's in der Bahn ja nicht. War übrigens immer witzig, wenn ich nach Bremen gependelt bin. Hatte ja eine längere Strecke. Mhm. Und wenn man so die Tagespendler dann die ganze Zeit sieht. Irgendwann wird man auch Guck dir mal das Monster da an. Die haben manchmal komische Spawnpunkte. Schön, dass ihr angreift. Wenn ich das gerade präsentieren wollte. Warte, das alles muss sterben. Ja, ich habe übrigens den Zug gefunden, mit dem wir zu dir kommen. Und der kommt auch schon früh an. Ach, du fährst über Nacht? Ja, ich fahre mit einem Nachtzug. Kostet mich 60 Euro pro Richtung in einem Schlafwagen. 60 Euro nur? Ja. What the fuck? Ja. 60 Euro nur? Da fahre ich um 21 Uhr weg oder sowas und bin um 8 Uhr in der Früh bei dir. Da muss ich ja noch früh aufstehen für dich. So eine Sauerei. Dadurch, dass das ein österreichischer Zug ist, habe ich jetzt auch nicht so viel Bedenken. Ja. Wow. Also wenn ich den Preis schon höre, dann weiß ich ja. Weil ich müsste vielleicht das Fünffache davon zahlen oder so. Ach, hör auf, ey. Unsere Bahnpreise sind sowieso für den Arsch. Das wird sich ja zum Glück oder so eher ändern. Aha. Ja, okay. Also bei mir ist es ein bisschen anders, also weil ich zahle in Österreich sowieso nichts und im Ausland kriege ich Prozente. Also normalerweise würde es 100 Euro sein. Ja, müsste aber vielleicht 300 zahlen. Ja. Hier ein Klimaticket. Das Klimaticket, ja. Klimaticket. Ja, das ist bis 26 Jahre 820 Euro für 14 Monate.
Das ist ein voller Mann im Monsterraum. Auf sie mit Gabriel! Ich hab meine Info noch nicht. Hin und her fährst, sollte ich das öffnen. Ja, ich glaube, das zahlt sich ohnehin aus, auch wenn du nicht ganz so häufig fährst. Bei dem Preis, ganz ehrlich. Wie teuer war es nochmal? Ja, manche also haben halt die Infrastruktur. Ich sag dazu nur, ich habe für meine Strecke, für ein paar, da habe ich damals. Was habe ich bezahlt? 200. Ich bin eingeschlafen. 40, ja, wir sind alle. Ja. Ah, okay. Bis auf Marcel. Nee, ich werde angegriffen. Ja, das ist deshalb, bis auf Marcel. Weil du eben angegriffen wirst. Oh, da ist die scheiß Eule. Nein! Nein! Jetzt. Ich habe ihn eingeschlafen. Okay, ich werde das Leder mit der Schuhe. Okay, die Eulen sind tot. So, jetzt habe ich meine Info. So. Abwehr. Einmal bitte nehmen, Marcel. Und Stärkung. So gut. Heute nicht gerade gesetzt. Nein. Warte, das ist Stärkung. No. So. Wir haben jetzt den St. Pöltener Parkhaus für die Pendler, was mit der Eisenbahn fahren. Ja. Das Klimaticket kostet, glaube ich, 500 Euro für Leute über 26. Bei meiner in Schwester. Im Bundesland, ja. In Niederösterreich. Ja, genau. Und bei meiner Schwester in der Arbeit kaufen sie jetzt alles Klimaticket, dass sie den St. Pölten im Parkhaus parken können. Gratis. Dass das günstiger ist, als im Parkhaus zum Parken. Was sonst dann? Es ist, glaube ich, nicht der Sinn dahinter, aber es... ja. Klingt sinnvoll. Ja. Ich habe endlich mehr als nur 3 Fähigkeiten, das gibt's doch nicht. Wir sind Level 50. Ja, eben. So langsam wird's auch Zeit hier. Nur noch 10 Level, dann haben wir Max Level. Ja. Ich glaube, er mag dich, Rio. Ich merk's schon. Ring der Angst war, glaube ich, rein, oder? Oder war es raus? Ring der Angst war rein. Okay. Ja, es war rein. In die Hitbox, also ganz in die Hitbox. Hab ich jetzt was aufgelassen? Nein, glaub ich nicht. Ja, ja, Panik, das ist ganz normal. Und tschüss. Du hast es auch noch nicht gehabt, Dragoon. Mit MK bin ich nie über 10 gekommen. Was? Na, 20. Ja, okay, so oft wie du in Fallen reintrittst und immer vorbrechst, ja, das doch, das kann ich mir gut vorstellen. Wow. Wir haben wieder Katzen. Gemein. Ja. Ist ja gemein. Das ist aber wahr. Jetzt kennst du sie? War denn jetzt in Anfang die ersten Dungeons drin, die wir retten haben müssen? So ungefähr. Ungefähr. Die Weißmagierin, die nicht heilen kann. Und ihren geliebten Mann verloren hat. Avere. Ja, und dann waren. Genau. Und dann waren wir in einem 50er Dungeon, wo die ihre toten Kameraden
über Nekromantie bekommen hat, also wiederbelebt hat und ihren und den Kopf ihres Mannes wiederbelebt hat, weil sie ja den Kopf ihres Mannes mitgeschleppt hat. Weil er enthauptet wurde, ja. Irgendwie sowas. Ob denn die lebenden Kameraden geopfert und Nekromantie? Nee, die wollte den lebenden Lalafell wollte sie opfern. Aber die Bogenschützen zum Beispiel, die war tot. Die war nämlich beim Bund der Morgenröte und die wurde, als die Galeada überfallen haben, wurde die getötet. Ihr liebt diesen Mantel übrigens. Den hätte ich gerne im echten Leben. Dann schneider ihr ihn noch. Lass ihn dir schneidern. Oder das? Eher sowas, ja. Ja. Und deswegen heißt der Titel hier auch Nekromant oder Nekromantin, wenn du hier die 200 Ebenen alleine schaffst. Phönixfeder. Phönixfeder. Die guten alten Phönixfedern. Können die nicht zu irgendwas Sinnvolles umbearbeiten? Resistant Phönixfeder zum Beispiel. Also Widerstands-Phönixfeder. Oh, denkst du? Ja. Ja. Ich hab schon gedacht, dass du es vergessen wirst. Würde ich aber auch ständig. Kannst du den vor mir angreifen? Danke. Zodbrennen. Oh mein Gott, okay. Komm mal erstmal zu euch. Den anderen Raum wollt ihr nicht sehen. Es ist der lustige Raum, würde ich mal bezeichnen. Tongefäß des Finders. Ja. Ja, das ist ein lustiger Raum. Ja, okay. Ihr habt irgendjemanden angegriffen, den ihr nicht angreifen solltet. Raccoon! Der ist einfach instant weggelaufen. Also da kann nichts dafür. Oh Gott, das ist genau gelegen. Guck mal, meine Güte. Und jetzt stirbt er. Der ist übrigens gerade gespawnt, der hinter mir. Das habe ich gesehen. Ja, aber bei Dragoon war es halt so, dass. Der ist gerade reingekommen. Dragoon ist immer schuld. Ja. Tongefäß der Sicht. Was war das? Schätze. Okay. Ich mach Schätze. Silberne Truhe sogar. Was ist hier drin? Bin da wieder. Nee. Wie viele Schatztruhen hier waren, ne? Ja, finde Was ist das für eine Falle? Okay. Ich hoffe, du bist happy. Ja. Du
Julia hasst mich. Irgendwann heile die Abwunderer. So ist richtig. Aber Balle, siehst du? Das, die Kiste war übrigens über die Falle. Ja, ja, hab ich gesehen. Es war eine silberne. Deswegen bin ich sehr traurig darüber. Haben wir da hinten eine Kiste übersehen? Nee, das war die des Finders. Das Finder haben wir schon aktiv, deswegen lohnt sich das nicht. Okay. Wir haben einen Succubus gefunden. Ja, ist gespawnt und hat dich einfach. Gibst du wolltest nur Spaß mit dem Succubus haben, alleine, ohne uns. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel Müll ich bekommen werde. Ah ja, stimmt, da sind ja einige Schätze. Die Schätze sind halt, ja. Absolut ja. Müll noch. Genauso wie Eureka. Oder beziehungsweise die anderen Sachen, wo man Truhen bekommen kann. Sehr viel Müll. Definitiv um einiges unterhaltsamer als Eureka, muss ich gestehen. Weiß ich nicht, ich finde beides langweilig. Feindtod. Warum? Feindtod. Soll ich Feindtod aktivieren? Ja. Wenn du es schon hast, dann ja. Alter Falter. Das sind wieder ein voller Raum. Das hättest du vielleicht nicht tun sollen. Was? Ach Quatsch, wird schon gut gehen. Scheiße! Fuck! Ich bin nur seitlich gelaufen. Und dann wurde ich verkrakt. Von Hellen. Ist das ein explosives Ding? Wow, zweimal. Krass. Nee, in Zaubern. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Die machen wir nicht auf, ich möchte nicht in Zaubern machen, weil dann haben wir keine Hast. Und Hast ist immer gut. War auch voller Raum. Geht. Das geht. Eine Mimik. Schade, dass hier halt einfach nichts gibt, ne? Normalerweise ist es... Ja.
Manchmal kann die Truhen freigeben. Ja, normalerweise ist es so, dass die Mimik eigentlich immer irgendwas ausgespuckt hat im Fall bei diesem Teil. Ja, so, das macht die hier nur noch ab und zu. So. Ich habe bei unserer Session auch Scholar gespielt, oder? Rio? Wo wir im Zorch schon so unterwegs waren, meine ich. Glaube ja. Abwehr? Ja. So. Ah, der Superboss aufgetaucht. Schattenhauch ist nicht cool. Das ist nicht cool? Schattenhauch. Es ist so dumm. Es ist einfach so dumm, dass immer der falsche Spell zuerst weggezaubert wird. Ja. Hey, du bist ein Angreifer, hast Parzen drauf, das keine Schlagangriffe zulässt. Und du hast Stumm drauf, was deine Zauber nicht macht. Du bist ein Nahangreifer, hast keine Zauber. Aber erstmal geht Stumm weg. Geil. Schön, dass ich jetzt wieder zaubern kann ohne meine Zauber. Toll, schöner Salat. Vier noch. Boah, ich hab mein Dash. Taktika. Taktika ist das Schild. Open Schild. Ich mag die Musik. Und da schöner Salat ist. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade erst abgelaufen und dann habe ich es einfach wieder. Ist ja nicht so, dass ich mir das aussuche. Ja. Ja, ja, hast du oft gemacht. Oh, er hat mal das Richtige zuerst weggezaubert. Was ist denn das? Keine Fantasy mag mich scheinbar doch irgendwie. Nein. Ja, okay, Julia. Julia hat's ja gecastet. Hast du recht. Das ist der Boogie-Bonus. Ich bleib mal schon mal hier, ich muss nämlich kurz hier wieder AFK.
Tag. Fein deaktiviert. Da bin ich wieder. Baby. Ach ja. Okay. Unser Döner ist halt auch noch teurer geworden. 6 Euro. Ja, dieser kostet bei mir halt auch mittlerweile 5,90 Euro. Ja, der hat 4,50 damals. Also damals nicht mal. Die haben mit 3,50 gestartet, dann haben sie relativ schnell erhöht auf 3,90. Und dann nach Corona war der Andi auf 4,50 erhöht. Und dann relativ schnell auf 4,90, 5,40 und jetzt 5,90. Ja, jetzt ist halt so, der hatte zu Anfang, hatte der erhöht von 4,50 halt auf 5 Euro. Mhm. Und jetzt halt auf 6. Und eine Dönerbox kostet halt einfach mal nochmal 50 Cent mehr, obwohl es eigentlich. Was? Ja, ja, das kostet 6,50. Ist die Pappe so teuer oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich hinterfrag die Preise nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die sie berechnen. Vielleicht die Pommes. So bei ich sag mal so, nicht bei dem Thema, aber grundsätzlich ist es halt so, da müsste sowieso ohnehin mal die Verbraucherzentrale mal irgendwie mal gucken. Da gab es auch neulich einen Artikel gelesen, dass die jetzt bei vielen Produkten das gerne prüfen wollen würden, weil die Leute einfach oder die Läden einfach stumpf einfach hochziehen die Preise und dass teilweise einfach die Bio-Produkte billiger sind als die Eigenmarken in einigen Läden. Und da, ich sag's mal so, sehr verdächtig. Hust, hust. Mhm. Ah, hier gibt's einen Schatz irgendwo. Tex. Oh, ein Tex. Wer hat da erwartet, dass irgendwelche Leute dann rumgeiern, wenn sie die Möglichkeit dazu haben? Hey! Oh, der gute Bohrer! Ja, der Arschbohrer. Funktioniert auch das Justieren auf den Bohrer? Ja, ja, genau. Das machst du jetzt also auf den Bohrer hauptsächlich dann verwenden. Genau. Jetzt haben wir auf fast alle Fähigkeiten wieder verpasst. Ja, das schaffst du schon, Rio. Hohohoho. Holy moly! Nice. Einfach so mal so 2600er Crit.
sinnvoll ist der Ricochet-Schuss. Welche ist das? Ach, das ist dein zweiter GCD, also ich mach das immer. Das ist wieder blaue auf der 5. Nur dass es halt für mehrere Gegner ist, aber das kannst du auch auf Einzelgegner. Also einfach als OGCD verwenden zwischen deinen GCDs. Was ist eigentlich mit dem Turm? Welchen Turm? Den Gyrokopterturm. Kann ich den einfach hier mal zwischendurch einfach aufstellen? Oder? Theoretisch wartest du, bis dein Balken voll ist, auf 100 ist. Der blaue. Weil dann macht er mehr Schaden. Siegelbruch. Guck, das Monster hat wieder gespawnt. Hey, würdest du wohl zum Ziel laufen? Ach, Abwehr. Du willst nur Level 60, ne? Ja, dann können wir endlich aufhören. Ah, oh, der Bohrer ist sexy. Dann müssen wir nämlich nur noch Ausschau halten nach den silbernen Truhen. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Ah, und hier kommt meine Lieblingsmöglichkeit. Oh ja. Von den Alten. Oh, das ist ziemlich gut in Zaubern gerade. Oder was war das? In Zaubern, ja. Was? Verzauberung? 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 Ah, das war der falsche Scheiße. Ah. Das war das, was Drukum gebraucht hätte. Naja. Muss er halt noch ja, ein bisschen gut. Weniger mehr leiden. Selbst schuld, wenn er leider die falsche Mimik angreift. Haha, mob, mob. Das muss. Ja. Wir müssen eh noch zurück. Einfach so ein Bohrer in den Arsch rammen. Stärke. Ah, Monsterfalle. Ich hab Schlagfänge. Oh. Das ist schön.
Ich hab ja nicht mal ein Combo. Wir sind Stufe 60. Level up. So, mehr leveln können wir nicht. Schade. Sicht. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Doch, wir brauchen noch 4 Level. Natürlich wir. Ein Skill. er hätte lieben gerne ein Skill wahrscheinlich. Oder Dragoon? Ich bin ein Skill, ich hab nur gefragt, was für ein Skill eigentlich. Wahrscheinlich wiederbeleben. Aber das kommt erst mit 62. Abwehr. Kann Julia nehmen. Eine silberne. Einfach der Critch Damage. Natürlich ist es eine fucking Mimik. Einfach mal so ein 4000er Crit so reingedrückt. Er hat Stärkung gelassen. Wir können keine Stärkung nehmen. Gigatränke. Du brauchst nicht zur Truhe, du musst den nur nehmen. Gut, dann gehe ich zu Rio. Ah, Wegleuchte schon aktiviert. Gucken wir noch, ob es eine silberne Truhe hier irgendwo gibt. So, ich geh mal hier lang, da jemand. Du kannst ja auf den anderen Weg. Texung. Der ist hier, dass du hingehen willst. Ja, passt schon. Den einzelnen ist okay. Hier ist notfalls wird ein Bohrer in den Arsch gerammt, dann passt das schon. Hier ist nix. Dann können wir nächster. Wollen wir nicht in deinen Raum da hingehen? Ja. Das ist so busy. Da ist eine Truhe. Sogar eine Silber, ne? Oh Gott. Sogar zwei Silber. Okay. Bitte nicht zu viel Monster anlocken. Vor allem die Albtraummännchen sind halt nervig, weil die ranziehen. Armbrust? Ja. Für mehrere Gegner. Und? Oh. Oha. Oha. Entzauberung. Dragoon, du darfst dich endlich befreien. Nein, wer? Na, jetzt da noch. Mach es. Minuten. Wie viel? Minuten. Minuten ist für mich kein Wort. Eine Minute. Ich habe auch Hamm-Minuten verstanden. Ich bin froh, dass ich eine Übersetzerin dabei habe. Ich habe aber auch Hamm-Minuten verstanden. Und denke so, Gegenstände einsetzen. Hexung. Perfekt. Wer hätte das gedacht, dass hier eine Enthexung sofort ist?
dieser Bohrer, ey. Einfach so. Jetzt weiß ich, warum Maschi hier so Imba drin ist. Weil es wird empfohlen, wenn man den halt Single machen will, dass man am besten Maschinist wählt. Jetzt weiß ich, warum. Aber ich glaube, der hat auch eine Potency von 980, kann das sein? Also fast 1000, oder ist es halt schon heftig? Hm? Attackewert ist 600. 600? Okay, dann ist es erst später von 980. Ja, aber trotzdem einfach mal so 2000 Schaden, auch wenn es nicht crittet. Schon krank. 600 Potency ist halt ziemlich gut. Ungefähr ist der Abwehr. Nee, was war das? Ah, Rüstung. Rüstung 15. 99. Oh. Also der hat jetzt mal einen Günther Kelch nicht gespart. Ich sehe das Fleisch noch nicht mal. Gibt kein Fleisch, ist ein vegetarischer Döner. Mhm. Haben wir schon den Engel? Nein. Ja, Manticore, ich glaube, wir haben ja nicht das Glück. Succubo. Ja, nee, haben wir nicht. Haben wir Pech. Schade. Müssen wir uns doch anstrengen, hm? Nö, geht so. Ist okay, man kann reden. Keine Sorge, der Bohrer regelt. Zum Glück ist von euch hier niemand Nahkämpfer. Okay. Hab ich ja meine Armbrust aus. Nimm sie eigentlich nicht die Armbrust, sondern den Single Target dafür. Weißt du, wie was? Die Armbrust kriegst du ja nur, wenn du hier deinen Hitzebalken machst, ne? Nimmst du eigentlich den Single Target für hier dein. Neben dem. Neben der. Die Nummer 8 ist das, glaube ich. Ja, das ist der Hitzeschuss, ja. Und das resettet dann immer, der Hitzeschuss resettet immer dein. Deine 5 und deine. 4. Steuerung 4. Den Ricochet-Schuss, ja. Ja, das Single, das Single Target halt, ne? So, ja. Und das aktivierst du halt über über Shift 2. Weil du 50 hast. Das ist bei mir Alt 2 da oben. Alt 2, okay. Ah ja, genau. Alt und das ist halt Steuerung. Die zweite Leiste ist Steuerung und die andere ist halt Alt. Ja. Die andere ist alt. Sie ist nicht neu, die ist alt. Obwohl du es erklärst, hast, du hast trotzdem nicht witzig. Oh, sorry. Und dein Alt 4 machst du halt immer, haust du halt den Bohrer rein zum Beispiel. Dann macht er mehr Schaden. Also der speichert quasi Schaden und sobald der Buff, die Buff abgelaufen ist, macht das. Macht das den Schaden, ja. Genau. Da haust du meistens deine Bohrer rein, deine 7 ja, rein. Das Ding ist halt, brauche ich gar nicht, weil bevor das abläuft, ist hier alles gut. Beim Boss zum Beispiel. Hier zumindest. Ja. Und beim Boss, ja, das ist nur sinnvoll. Stärkung. Aber krass, dass wir keinen Engel hatten. Ja, genauso wie das des Lebens. Das ist auch immer so ein Ding, das ist total selten. Ja, haben wir aktiviert, okay.
Er ist in der Falle gelaufen. Na gut. Hab ich stumm gemacht. Ihr könnt immer noch Stärkung nehmen. Was? Stärkung. Haben wir hier. Ich nehm. Ich guck nur schnell, ob da eben silberne Truhen sind. Hier nicht. Ich kann da eigentlich im Schlüsselraum warten. Überhaupt gar nichts. Und nicht mehr. Den Weg hatten wir ja schon frei, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich muss mal demnächst mal mit meinem Dönermann mal schimpfen. Zu wenig Fleisch? Zu wenig Fleisch, nee. Oder was? So, ja, ich meine, im Endeffekt kommt es darauf hinaus, aber so viel Grünzeug. Wenn ich Salat haben will, dann bestelle ich mir einen. Ich wollte dir ein bisschen was extra geben. Das Problem ist, das ist aber nicht extra. Ach, hat er den Salat extra berechnet? Nein. Der berechnet nicht mal extra, dass er gewisse Sachen noch anders macht. Tzatziki kommt zum Beispiel in die Dönerbox. Normalerweise machen die immer so wenig Soße in die Dönerbox rein. Kennst du ja, ne? Mhm. Bei uns macht er das halt so, dass er die Tzatziki in eine extra Schale füllt. Was die eigentlich aber nochmal extra verkaufen, was bei denen irgendwie 2,50 kostet. Brauchen wir nicht. Entzauberung.
letztendlich. Ah, scheiße, ich hab Segelbruch gemacht. Hm. Egal. Da ist nur eine. Nur eine Scheißtruhe. Ja, okay, so. Brauchen wir nicht. Guck, das ist ein, kriegst du nur Items drin. Warte, warum ist da jetzt eine Goldtruhe? Egal, scheiß auf die Goldtruhe. Ah, nee, ist eine Kupfertruhe, never mind. Was guckst du? Gib nur eine Bronze und eine Goldtruhe oben. Ja. Die laufen einfach an der Silbernen vorbei. Lauf, Dragoon! Ja, nur. Der sieht schon geil aus mit der Armbrust. Ja. Warte, bis du den Flammenwerfer bekommst. Aber der sieht halt leider nur gut aus. Na, das ist, die Armbrust sieht halt auch nur gut aus. Schaden hat sie nicht wirklich gemacht. Boah, die macht schon gut Schaden. Weiß ich nicht, das fühlt sich genauso an wie der Splitterschuss hier. Der mich nicht so extra kostet. Also, ja, aber du musst ja überlegen, der führt ja deine Leiste noch auf, ne? Könnt hier bleiben, ich guck mal eben. Wir müssen nach links. Ja. Antikor! Für gleich. Du weißt, was das heißt, Rieger. Mhm. Mach mich schon mal bereit. Ja. Bleib mal ganz kurz. Zwei goldene. Braucht man nicht. Bist du bereit, Rio? Nein. Ich hab mir eben was zu trinken. Ja, ja. Da bin ich wieder. Hast du eigentlich schon Raffinesse, Julia? Raffinesse? Aha. Oder heißt es Raffinesse? Ja, nicht wieder. Dann war sie. Also, ja. Was ist der Skill, der in meiner Leiste ist? Ha? Kann ich? Ja, kannst du. Okay, let's go. Was sagtest du, Julia? Ob der Skill in deiner Leiste ist? Das wäre kein Skill, der in meiner Leiste ist. Okay. Daher kommt erst Level 74. Okay. Alles wandelt. Oh yes. Muss sich ja gelohnt haben hier. Ja. Das Glücks haben wir noch bekommen.
Oh, es ist vorbei. Oh. Zeit für den Giga! Wobei, ihr kennt das wahrscheinlich nicht mit dem Giga Drill Breaker. Sagt mir irgendwas, ich weiß aber nicht mehr vorher. Fuck. Schlecht. Ist ein Anime-Meme. Okay. Ich sag mal so, dazu muss man Gurren Lagann gesehen haben. Ah! Hat doch Julia bestimmt geguckt. So, bin wieder da. Baby. Das ist eine. Ist es eine silberne oder ist das eine Kupferfarbe? Kupfer, ja. Okay, dann müssen wir da zum Glück nicht rein. Dort ist Bronze. Falls ich übrigens den Try mit dem Krieger nicht schaffe, also von 180 jetzt noch die letzten 20 Ebenen, dann werde ich wahrscheinlich auch Maschi versuchen. Ja, das soll halt der leichteste sein. Also Maschi und Red Mage, das sollen die zwei sein, wo du mit am besten klarkommen sollst. Hm. Da ich Caster nicht mag, werde ich definitiv wahrscheinlich dann Maschine. Oh fuck. Hatte ich jetzt noch geschafft, aber nein. Ja, ist okay. Terror. Terror, Terror, Terror. Da wir kriegst du Bona trotzdem in den Arsch, auch wenn du tot bist. eigentlich eine Verschwendung, aber was soll's. Nein, das war falsch. Ist ein Silberner. Oh yeah. Tongefäß des Finders. Wo haben wir es denn? Vorletzte. Nutz. Nicht angreifen. Was sollt ihr nicht angreifen? Immer erst gucken, ob es sich lohnt. Wenn der Weg frei ist. Weil sonst verschwenden wir irgendwann zu viel Zeit. Irgendjemand die Leine? Das Problem ist, wir haben einen Timer. Und wenn wir zu lange brauchen, haben wir verkackt. Okay. Lauf doch mal erleben. Das war sicher Squado. Oh ja, jetzt kommt die gute Musik. Jetzt kommt die Edda-Musik. Feintod. Feintod ist immer gut. Oh shit. War ich da. Okay.
Glück. Ja. Die brauchen wir gar nicht. Nur eine goldene hier. Ja, wir brauchen aber noch ein paar Gegner. Jetzt brauchen wir keine mehr. Oh. Ja, okay. Da habe ich. Haben wir eigentlich damals von A Pilleten bekommen? Nein, ne? Dachte ich mir. Hat er sicher aus seiner Leiste geschmissen. Nochmal Stärkung. Warum? Stärkung, dann kann ich ja jetzt nehmen. Wo sind da die Truhe? Oh, ich habe Abwehr genommen. Da ist die, okay. Na ja, egal. Reicht doch, wenn einer geht. Na, wir müssen Tore drinnen stehen. Nein, müssen wir nicht. Doch. Nein. Ein armes Gesicht. Julia, du kannst ein Tongefäß der Stärke nehmen. Das ist das dritte, ja. Einfach auf der Ebene einfach so vier Gefäße der Stärke. Leuchte wurde aktiviert. Das müssen wir nur noch finden. Ganz am Ende. Ja. Ja, der ist ein Silberner, aber. Ah, ne. War nur kurz so aus. Was habe ich hier drin? Tongefäß, das ist zu Kuben. Oh. Darf ich? Ja, bringt nur nichts. Ja, aber. Hier ist ja hier drin, deswegen. Ja, dann. Ja, ja! Ah, lass die Wegleuchte.
Bug. Da oben ist noch was. Bug. Ja, Rio, ist der Succubus plus one. Ja, ja, ich bleib erstmal hier stehen. Hier ist nichts. Also tatsächlich nichts. Sieht man auf der Karte ganz gut. Zeit für den Boss. Würde ich sagen. Sie erwartet uns. Nach so langer Zeit. Das war eine Truhe. Ich bin so gewusst. Ja, komm. Kannst du nicht mal gucken. Ja, komm. Egal. Ist hier vorbei. Gleich. Ja, mit sie, Katzi. Wir werden ihr die Tür zeigen müssen, nicht wahr, Avere? Na dann. Also die ist noch nicht bereit. Das ist mir egal. Schwarze Flitterwochen. Haha. Verdient. Sie ist sehr schnell tot, über eine Kuh. Ich glaube, sie ist viel schneller. Ja, wir, das Ding ist nur, wir haben alle einen Stärkeboost und alle ja, sind halt. Ja. Gut, sagen wir es mal so. Theoretisch dauert ja ein bisschen länger. Also ich weiß, mit L und so schauen wir ein bisschen länger hier. Ah, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich glaube, die ist die Ebenen schon bei 25 oder so irgendwas. Dann habe ich vielleicht doch besonders gemacht. Ja. Du bist das? Ich erinnere mich. Ich wollte auch auf spannende Abenteuer gehen, genau wie du, doch mein geliebter Avere. Alles ist so verschwommen. Ich fiel immer tiefer und dann kam der Magier. Edda besiegt. Jetzt haben wir den Ring alle zu knechten. Ja. Nein, das war ihr Verlobungsring. Ach, was für ein Scheiß. Und ich will schon Askul werden. Okay.
Ja. Ja. Und ein neues Artefakt erhalten. Ich glaube, ich hab da noch Quests drin. Ich kurz, Achso, ich komm kurz raus. Ja, wir überhaupt jetzt weitermachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber die nächste Frage wird mir dann so machen, das könnte ja das. Einem Gruppenmitglied zu weit entfernt, okay. Ja dann. Ausgang! Ich dachte, man würde jetzt die Quest bekommen. Ja, doch, hat man doch. Ich bin doch nicht blöd.